So. Ich weiß nicht warum. Ich habe gar keine genaue Begründung, aber es cringet mich so an alles. Also Wieder den ersten Kopf Sheep-Moped hat der Sinan schon gewonnen. Ey, wenn die noch einmal so sagt, ne, ich kotze, Alter. so. Da kommt böse Mann. Bühne. Böse Mann, herzlich willkommen. So, einmal beim Wiegen. Ach So. so, die sind in so einer Art Einkaufszentrum oder was? Es ist eigentlich ganz schlau, dann können halt viele kommen, ne? Viele Zuschauer so. Nicht unschlau. Das ist natürlich sehr auch gefährlich, ne? So kann auch schon mal komplett ausrasten, wenn zu viel Fans, Mans. Er steht hier und wartet auf seinen Gegner. Da ist auch George Clooney im Hintergrund. Hier, vom Platzax. So. Die obligatorische albanische. Geil. Wow, hier steht er und lacht. Sehr charmant, finde ich. Ach so, der ist Eintracht-Fan, deswegen Adler. Ah ja, klar, normal. Also, meine Stimme hat er schon für morgen. So schnell geht das. Vielleicht ist das ja so auch harte Schale, weicher Kern vielleicht, man weiß es nicht. Boah, die Moderatorin. Alle haben mir schon gesagt, die Moderatorin, die hat keine Ahnung, die ist da voll fehl am Platz. Die Kommentare sind auch voll, aber ich hatte es noch nicht gesehen. Die Arme, ey. Die ist halt, also das ist nicht ihre Veranstaltung, das merkt man. Was soll ich probieren? So, ich verstecke mich lieber. So, ich bin hier beschützt. So, morgen. Und es gab es noch nie, dass Rapper gegeneinander boxen. Das Ja, das gab es auch schon. ist wirklich unglaublich morgen. Und wir sind so gespannt, ob sie wirklich so kämpfen wie ihre Texte in den Liedern. Aggressiv, hart, gnadenlos, brutal. Ob das Blut morgen fließt, das werden wir alles morgen sehen. Ob die so boxen, wie ihre Texte sind. Ja, mit Rambo-Messer boxen die. Also ich habe mir so ein paar Texte angeschaut und ein paar Songlieder angehört. Also ich muss schon sagen, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. So. Okay, hier gibt es Zeichen. Ey, der sieht aber gut aus, der böse Mann fit, ne? Also ich will mich jetzt nicht mit dem boxen. Der hat sich Songlieder angeschaut, ja, auf jeden Fall. So, morgen. Ja, wo ist Sinan G? Hat er sich doch gedrückt? Hat er doch keinen Bock mehr gehabt? Gib mal ein Mikrofon. So, wo ist dein Gegner? Boah, ey, ganz ehrlich, das ist nicht ungefährlich, Alter, auf mehreren Ebenen in so einem Kaufhaus. Ich würde da die ganze Zeit Paranoia haben, dass irgendwelche verrückten Kids, gibt's doch immer wieder so Verrückte, die dann Sachen werfen und so. Na, irgendwie hätte ich das lieber in so einer Halle gemacht, so mit vorne und halt Zuschauerränge so mäßig. Ja, wo ist der? Wo bleibt der? Sinan! Böse Mann ist da! Vielleicht steht er hier oben irgendwo und beobachtet uns. Man weiß es nicht, ne? Er guckt erstmal aus der Ferne, was hier so passiert. Wie denkst du, wie sehen deine Chancen morgen aus? Das sehen wir morgen. Ich werde dir gar nichts mehr dazu sagen. Wir lassen morgen die Fäuste quatschen, fertig. Was soll ich hier sagen? Die Fäuste quatschen oder die Fäuste Wir lassen die liegen Fäuste. lassen? Die Fäuste bomben lassen. Okay, wie hast du dich trainiert? Darf ich das wenigstens noch fragen? Bitte? Wie du trainiert hast? Hast du hart trainiert? Hast du die Sache ernst genommen? Ich habe mit Tiger und Löwen trainiert. Wo sind die Bitten? Da lässt nichts anbrennen. Ich habe mit Tiger trainiert. Aber du siehst gut trainiert aus. Ich denke mal. Sinan, was geht? Wo bist du, Mann? Oh. Oh. Oh.
Vielen Dank. Also ich bin froh, dass ich morgen nicht gegen dich kämpfen muss, dass ich nur moderieren darf hier. Also wir sind gespannt. Er lässt ganz schön auf sich warten. Tja, Digga, Alter. So. Ich weiß nicht, warum. Ich habe gar keine genaue Begründung, aber es cringet mich so an alles. Sag mal, wie ihr das empfindet. Oder empfindet ihr das so als so normal halt? Keine Ahnung. Leute, wir sind gespannt. Ich glaube, Bösemann ist ready für tomorrow. Du bist ready. Mann, ich will einfach nur den Kampf sehen. Diese ganze Vorher-Nachher-Dinger, die machen, ne? So Endlevel, andere Cringe. Also ich habe mir ja schon mal ein paar Songs von dir angehört. Ja, hat die auf keinen Fall. Ich habe ja Songs von dir angehört. Ja, da hat die auf gar keinen Fall, die Arme. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, davon merke ich jetzt nichts, aber. Naja, ich bin hier in Sicherheit, sage ich jetzt mal. Ja, denke ich, okay. Aber noch habe ich kein blaues Auge. Ja, aber das merkt man ja nicht mit deinen Schminken und so. Kannst du hier kaschieren. Also ich glaube, ich bin hier fein raus. Ich muss morgen nicht in den Boxkampf. So, aber ich finde, Sinan G sollte jetzt mal langsam kommen. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg ist. Er ist jeden Moment hier. So, dann hat noch Bösemann Zeit, um irgendwelche Selfies zu machen. So, dein Gegner ist gleich da. Er kann es kaum abwarten. So, gleich geht's los. Alter, ich spur mal, oder? So, ich sehe schon, die ganzen Fans sind hier von Bösemann und Sinan Jinan an die Bühne. Finden. Er kommt. Oder meinst du, er kommt nicht? Ich finde den. Ich jag den. Okay. Also, Sinan G, du hast. Ey, nicht, dass die Moderatorin von Bösemann mit der flachen Hand bekommt und dann sich dann vor allen Leuten am Mikrofon entschuldigt für ihre Fehler. Oh mein Gott. Ich muss vorspulen. Das, ich weiß nicht, warum der. Du hast keine Chance, er findet dich eh, also komm lieber raus. So, war das Kuschelmodus? Kuschelmodus, genau. Kuschelmodus? Okay. Also unter Kuschelmodus verstehe ich hier was anderes. So, aber nochmal eine private Frage. Versteht man sich so in der Rapper-Szene? Also. Was soll ich sagen? Der ein oder andere versteht sich mit dem einen oder anderen. Ich sag mal so, ich eher weniger. Niemand versteht mich, keiner liebt mich. Alle. Doch, nee. Also du hast mit deinem Lächeln hast du schon meine Stimme. Ja, wirklich, wirklich. Doch, doch. Kriegen wir hin. So. Guck mal, da geht es schon darum, dass von oben wahrscheinlich irgend so ein Junge sich runterhängt. Keine Ahnung. Ja, es ist nicht ungefährlich hier in so einem Supermarkt. So, gleich geht's hier los. Wir sind echt gespannt, was hier gleich passiert. So. Ich hoffe, ihr werdet nicht die Fäuste fliegen, sondern erst morgen. Okay, jetzt ist er da. Dein Gegner ist jetzt hier. Sinan G. Woo! Oh mein Gott. So, hier wird jetzt erstmal. Geht's hier ab. Leute, seid entspannt. Morgen sollen die Fäuste fliegen, nicht heute. Okay, ich bin hier ganz hinten. So, morgen bitte im Ring. Bitte heute noch entspannt sein. Wir möchten bitte eure Energie morgen im Ring sehen. Noch nicht hier. Wir wollen einfach nur ein Face to Face. Sind alle auf jeden Fall ein paar Kanacken dabei. Face haben. Ganz entspannt. Leute, entspannt euch. Leute, entspannt euch. So, Achtung, ich muss hier auch nochmal vorbei. Entschuldigung, kann ich kurz vorbei? Oh, danke, danke, danke. Oh, super. So, denkt dran, wir haben ja auch noch Kinder. Also, entspannt euch. Boah, ihr Gerede, das ist unfassbar nervig irgendwie. So, ganz entspannt. Ja, schauen wir. Bitte, morgen möchte ich eure Fäuste sehen, aber nicht heute. So, ich glaube, die Bühne wird langsam zu eng hier.
So, ein paar müssen ein bisschen runter von der Bühne, es müssen nicht. Ja, die machen Wait-In mit Klamotten an. Die haben einfach keinen Bock, sich auszuziehen, so, weißt du? Voll lohnt. Wer macht Wait-In mit Klamotten? Alle auf die Bühne. Jungs. So. Ja, warum wiegen die denn überhaupt mit Klamotten? So, ihr seht nichts. Ja, ich sehe auch nichts, ehrlich gesagt. Mit Schuhe, alles mit Sonnenbrille. Weight in, egal. 2 Kilo plus minus, scheiß drauf. So, der eine wird gewogen, böse Mann wird gewogen. Ich bin gespannt, was er so auf die Waage stellt. 109, sehr gut. Böse Mann wiegt 109, sehr, sehr gut. Und mal gucken, was Sinan G auf die Waage stellt. So. Wir sind gespannt. So, Achtung. Einfach so, Klamotten an, Handy in Tasche. 108, also, das ist ein fairer Kampf morgen. 8 Kilo Unterschied. Heftig. Aber es ist ja völlig ungenau. Es ist ja super ungenau. Die Kameraeinstellung auf wild, Alter. 109 zu 108. Hey, komm mal einer nach ran, Digga. Das ist so cringe. Komm mal einer hier nach ran, der ist ein Maniak. So, das nennt man Live Direction. Regisseur live. So. Komm mal nach ran. Das alles könnt ihr morgen auch live auf unserem YouTube-Kanal sehen. Bei Universum Boxing. Oder live in der Edeloptik Arena. Jetzt gibt es nochmal ein Face-to-Face. Kommt, Leute, macht mal ein bisschen Platz. So. So, entspannt euch, nicht runterfallen hier. Face-to-Face jetzt nochmal. Hände weg, Hände auf dem Rücken. Oh. Und es geht schon wieder los. Also den ersten Kopf Schieb-Moppet hat der Sinan schon gewonnen. Sie sind alle verrückt hier. So. Die ist auf so einem Box-Event. Da gibt es Rangelei. Die sind alle verrückt hier. Ja, was hast du erwartet? Beim Face-Off. Jungs, entspannt euch. Morgen möchten wir den Kampf sehen. Nicht heute. So, alles gut. Die Jungs haben sich wieder beruhigt. So, Jungs. Warum haben die nicht diesen einen Bedo das machen lassen? Der sah wenigstens so nach so einem Boxpromoter auch aus. Der war richtig cool. Der konnte das auch irgendwie. Der hat auch diesen Hamburg-Swag. So. Ey, wenn die noch einmal so sagt, ne, ich kotze, Alter. So. Einer muss dir sagen, Dicker, du kannst auch einfach das Mikrofon wegtun. In der Zeit, wo du nichts zu sagen hast, brauchst du nicht etwas sagen. Weil so ist ja ein Füllwort. Aber wenn du nichts sagen, kannst du das Mikrofon. So. Ja, ich laufe jetzt mal hier durch. So. Der ganze Chat ist voll mit so. So, Alert. So. Ah, nein, Alter, heftig. So. Flink Kliman, so. So, einfach mal face to face jetzt hier. Sinan G gegen Bösemann morgen Abend live. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Und ob Sie wirklich so hart sind, wie in Ihren Texten, das werden wir morgen sehen. So, wow. Die sagt einfach nochmal so. Wie lang sie sich anschauen können, es ist unfassbar. Achtung, ich stehe hinter dir. Ich werde hier weggedrängelt. Ja. Moment, wer ist hier auf der Bühne? Okay, aber ich auch. So.
Ich habe nur gesagt, ein Stück vorgehen, mehr nicht, ne? Ist es okay so? Also ich möchte morgen nicht boxen und heute auch nicht. Ich will auch kein blaues Auge haben. So. Ey, Alter. Also, es wird spannend sein. Geht's dir gut? Alhamdulillah, mir geht's sehr gut. Sehr gut. Sonst immer aus dem Fernsehen, jetzt live hier. Hast du dich gut vorbereitet? Ja, nach Ramadan haben wir Zeit gehabt, ein paar Wochen. Und ich bin topfit, denke ich. Hast du eine Strategie für morgen? Meine Strategie ist K.O. und wir fürchten nur Allah. Allahu Akbar. Mach direkt auf Tyson. So, ich bin gespannt. Er muss jetzt nur noch sagen, ich esse ihn auf. Ich werde meinen Feind essen. Ich esse ein Aid his children. Allahu Akbar. Morgen wirklich aussieht, aber du bist ja, du warst eher so Fußball tätig, richtig? Ja, ich habe nur Fußball gespielt. Und mit dem Boxen hast du gar nichts zu tun gehabt? Allahu Akbar! Ja, da haben die das ist auf jeden Fall. Achso, er sagt, gestrickt sein Blut. Oh mein Gott. Er darf doch. Hast du vorher schon geboxt? Ich habe noch nie geboxt, nur so Spaß, bisschen Boxsack. Straßenboxen? So, Schattenboxen. Schattenboxen, okay. Also, möge der Bessere morgen gewinnen. Inshallah, inshallah. Vor allem, die sagen so Takbir, Allahu Akbar, also Gott ist groß. Aber diese Art und Weise, ihr wisst doch, die Leute denken so, was? Der will morgen mit Schmerroristen kommen und eine Bomb legen? Bruder, Alter, ist nicht so der richtige Ort für so einen Move, für so ein Movement. So, voll die, ihr wisst schon. Wem hast du alles morgen mitgebracht? Bitte? Wem hast du morgen alles mitgebracht? Ich habe meine Crew dabei, die Jungs, mit denen ich trainiert habe. Mein Bruder Agurush, Menaf, Abu Khudaifa, Nur, Ali, meine Brüder Navid, Zurush, alle sind da. Meine Familie ist da. Viele Menschen sind da. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und morgen werden wir das Ding rocken, inshallah. Ich freue mich auf den Kampf. Ja, das sind alles deine Fans. Die sind auf deiner Seite. Und wir sind gespannt, wie du morgen dich schlägst und wie du kämpfst. Ob du genauso kämpfst wie deine Songtexte. Hart, gnadenlos und aggressiv. Ey, die hat zwei Sprüche. So, 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 so. Und immer, ich hoffe, du kämpfst wie die Songtexte. Mal gucken, ob die kämpfen wie die Songtexte. Mal gucken, ob die beiden morgen so kämpfen wie ihre Songtexte. Das ist noch ein bisschen schlimmer als die Moderation bei Red Bull. Aggressiv auf jeden Fall. Und dann gucken wir, wie es ausgeht. Sehen wir morgen Blut. Sehen wir morgen Blut, ey. Das ist ein Boxkampf, kein Messerkampf. Sehen wir morgen Blut, Alter, meint ihr das ernst? Oh Mann. Sagen wir es mal so, wenn ich solche Sachen hier sage, dann ist kein gutes Beispiel, aber ich denke, Blut wird fließen morgen. Ja, ist ja nur Kampfblut. Ich hoffe, es geht morgen sportlich und gerecht fair zur Sache und nicht anders. Ich trinke sein Blut morgen. Das hat auch gar keinen Sinn. Erst will er nicht so krass reden, weil es kein gutes Vorbild. Dann aber, ey, weißt du was? Ich gehe doch volle Pulle all in. Okay, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Wir überspielen das einfach. Ich habe das gesagt, was du hören wolltest. So. Ja, der war gut. Jetzt. Freuen wir uns natürlich morgen auf den Kampf. Bist du dabei oder fährst du morgen wieder weg? Ich bin heute hier, morgen da, übermorgen auch. Und vielleicht noch bis Montag ein bisschen hier spazieren, einkaufen. Jani, wir können alle noch chillen hier im Kaufhaus. Mir scheißegal, ich bleibe auch eine ganze Woche, wenn du willst. Eine ganze Woche? Okay, ich nehme dich bei Wort. Bist du fit morgen? Ich bin fit, ja, ich bin fit. Okay, du machst eine gute Figur. Oh mein Gott, ey, diese Kanaken im Hintergrund, ey. Die nerven anders, ey. Willst du, dass morgen Verfassungsschutz zum Boxkampf kommt? Hahaha.
Oh mein Gott, Alter. Gefällt dir? Gefällt mir sehr gut. Und dann hoffen wir mal, dass du morgen gewinnst. Oder der Bessere, beziehungsweise. Es kann nur einen geben am Ende des Tages. Und ja, gucken wir mal, wann er die Bretter küsst. Oh, 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 das sind echt harte Worte hier. Gut, dass ich nicht gegen dich kämpfen muss, dass ich hier nur moderieren darf. Und ich bin wirklich gespannt. Es sind wirklich morgen... Boah, die hat wirklich, sie ist die Sahne obendrauf an den Cringe, Alter. Wer hat denn... Sie hat jetzt 7-mal gesagt, gut, dass ich morgen nicht kämpfe. Ja, wir haben es verstanden. Warum bringen die nicht einen Moderator dahin, der das Ding wirklich... Ganz, ganz tolle Kämpfe. Und ihr könnt dabei sein, entweder in der Arena oder auf unserem YouTube-Kanal bei Universum Boxing. Und ich hoffe, wir haben letztes Mal schon die Rekorde gebrochen. Und ich werde, denke ich mal, diesmal werden wir noch mehr Zahlen bekommen. Weil Ismail Özim Otten hat wieder einiges auf die Beine gestellt. Und das Rapper-Boxen, das gab es noch nicht, oder? Ja, in so einem Ausmaß gab es kein Rapper-Boxen, glaube ich. Also in so einem großen Ausmaß. Deswegen, Universum hat was Krasses auf die Beine gestellt. Das Ding ist sowieso, alle Rapper, die haben eh keine Eier für so eine Sache, Janne. Ich glaube auch nicht, dass das danach weitergeht mit Rappern, weil, keine Ahnung. Aber wenn du gewinnst, dann kannst du ja noch jemanden herausfordern. Ich hab genug Leute herausgefordert von den Rappern, aber die Rapper, die haben, weiß ich nicht. Ist auch, kann man denen auch nicht böse nehmen, weil die, am Ende des Tages, die sind Rapper, die sind keine Boxer. Ich bin auch kein Boxer, aber ich hab Bock auf so einen Scheiß. Ich bin behindert, weißt du? Mir ist egal, aber so. Nein, also ich finde es echt super, dass du dich hier hinstellst und morgen in dem Boxkampf, dass du wenigstens die Eier hast und boxst, und ich finde es echt gut, dass du das Ganze mitmachst. Ja, so, ich bin da. Also ich würde es nicht machen, wenn ich gefragt werden würde. Ja, liebe Frau so und so, danke, dass du uns nochmal gesagt hast, dass du nicht machen würdest, dass du morgen nicht kämpfst. Das ist eine Information, die wir noch nicht hatten und auch, also das hat mich eh die ganze Zeit gejuckt. Vielleicht sagt sie noch gegen Ende nochmal, dass sie morgen nicht kämpfen wird. Aber vielleicht mit die Amst anders, mein Kopf, ehrlich. Ist mir jetzt Unterstützung vielleicht auch, man weiß es nicht. Wenn man gut vorbereitet ist, eine gute Strategie hat, dann kann man, glaube ich, auch gewinnen. Ja, ich habe mir über Strategie eh nicht so viel Kopf gemacht. Ich gehe ja mit dem Gewissen da rein, K.O. zu machen und gut ist. Also einfach raufhauen. Ja, was heißt einfach raufhauen? Man muss natürlich Systeme haben, aber wir gehen nicht auf... sag ich mal, Kuschelkurs. Wir gehen dahin, um ein Exempel zu statuieren. Und das wird hoffentlich schnell gehen. Hast du dir andere Boxkämpfe schon mal angeschaut, um irgendwie mal was herauszufinden, was... Boah, langweilig. ...die bessere Stadt... Langweilig. ...Strategie ist oder wie man wo was boxt? Ja, klar habe ich mir Boxkämpfe angeschaut, aber man kann sich aus Boxkämpfen nie irgendwas merken. Man guckt sich das an, man feiert es und dann musst du selber das im Training lernen. So, wie gesagt, ich bin selber Anfänger. Aber ich habe jetzt ein bisschen trainiert und wir gucken, wie sich das auf der Bühne auswirkt, sag ich mal so. Und wenn du morgen gewinnen solltest, meinst du, du machst mit dem Boxen weiter oder ist das eine einmalige Sache? Like, wir gehen UFC danach. Okay, das ist ein Ziel. Warum nicht, oder? Ah, wir gucken. Aber ich habe Bock auf jeden Fall. Also, wenn wir kämpfen, wenn danach noch einen Kampf gibt, kämpfe ich auch, ist auch kein Problem. Okay, ich bin gespannt. Und deine Crew steht hier voll hinter dir. Mir wird schon ganz heiß irgendwie, aber ja. Ich krieg das noch hin. Ihr wird ganz heiß, sagt sie irgendwie. Ja, das ist schon sehr cringe jetzt. Oh Mann, Alter. Das ist schon ganz... Habt ihr noch Fragen, bevor ich hier noch runtergeschubst werde? Wer ist denn auf welche Seite? Wer ist denn für Sinan G? Okay. Ich glaube, du hast eine Fanbase hier. Das sind keine Fans, das sind Familie. Familie. Ja, das hat er schön gesagt. Finde ich gut. So, gibt es noch was, was wir wissen müssen von dir? Was sollt ihr wissen? Macht euch bereit auf einen geilen Kampf morgen. Ich bin sehr dankbar. Danke an alle, die hier waren. Ich küsse eure Herzen. Inshallah, seid ihr alle gesund, eure Familien auch. Und schicken wir den Glatzkopf morgen auf die Bretter und dann hat sich die Sache. Eine sehr gute Ansage. Finde ich gut.
Also ich bin gespannt auf morgen, ihr bestimmt auch. Schaltet ein, um 17 Uhr geht schon los auf unserem YouTube-Kanal bei Universum Boxing oder seid einfach live dabei, kauft euch noch ein paar Tickets. Ihr seht, es wird spannend. Also ich glaube, es wird nicht langweilig. Wird es nicht, wird es nicht. So. Was das? Ich überlege mir noch mal was. Oh, Bösemann ist ja auch noch auf der Bühne. Okay, ich denke mal, das war's jetzt. Super. Also, viel Glück für morgen und genießt noch den Tag. So, nochmal einen großen Applaus für Sinan G. Noch den Vertrag unterschreiben. Ganz seriös, direkt auf der Bühne im Kaufhaus noch einen Vertrag unterschreiben. Warum, egal was die gerade machen, egal was es ist, warum machen die das nicht im Backstage? Egal was es ist. Selbst wenn der jetzt gerade nur sagt, ey, was habt ihr für Essen bestellt? Ich besorge euch Essen. Oder ey, pass auf, das sind eure Hotels, das sind die Zimmernummern. Egal was er jetzt gerade macht, warum macht er das auf der Hauptbühne? Ey, das ist so eine so eine Ghetto-Veranstaltung, oder? Jeder Backyard wäre besser organisiert. So, ich hoffe, es wird morgen ein... Guck dir das an, wie Katastrophe das ist. Die Moderatorin ist nie in der Mitte. Sie hat nie einen Hauptspot. Sie ist einfach irgendwo. Fairer und sportlicher Kampf werden. Wer welche Bretter morgen küsst, das werden wir morgen auch sehen. Also seid dabei. Und ich kann euch garantieren, es wird nicht langweilig. So, wir sind echt gespannt. Einfach auf der Hauptbühne mit irgendwas gemacht. Die Moderatorin ist aber irgendwie hinten eine richtige. Also, das wird ein harter Kampf werden. Eine richtige Luisa Neubauer Veranstaltung. So, morgen Bösemann gegen Sinan G. So.